Jo, 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 der Gusor ist froh. So sieht's aus. Wir gucken mal, wie es heute abgeht in der COC-Welt. Wir gönnen uns den Bonus. 7,2 Millionen sind direkt am Start. Wir greifen an. Ich habe nicht komplett die Helden mit dabei, sondern nur den King. Der sollte aber hier sein Ding ziemlich gut durchführen, weil wir greifen an, und zwar dort, und dort droppen wir einen Jump, und dann sollte das eigentlich eine ganz ruhige Nummer werden. Wir droppen da einen King, wir knallen ganz viele Heiler rauf, wir knallen Warden rauf, und wir wollen natürlich auch das... Achso, ich sehe gerade das Town Hall. Ja, nice, läuft bei mir, Digga. Zack, da haben wir das, dann kommt das. Wo haben wir die Luftabwehr? Da gucken wir mal, dass wir da noch ein bisschen supporten. Und dann King rein, definitiv. Der muss definitiv richtig rein da. Und dann bestenfalls natürlich schön das Dunkle abziehen hier. Das wäre the best way, definitiv. Ja, genau, die Bogies wissen da ganz genau, was los ist. Die kriegen da richtig was gerissen. Heiler sind am Start, gehen jetzt aber gleich down durch die Skelette, die durch die Luft fliegen. Und dann war es das auch. Aber mal gucken, da haben wir noch ein bisschen was. Ja, genau. Schön. Nicht zu früh aufgeben, sondern immer noch mal ein bisschen die Truppen laufen lassen. Weil, was ist denn? Helden sind ja eh Matsch. Also, geben wir Gas, haben wir Spaß. Das war's hierzu. Wir kriegen wieder eine Nachricht. Geht. Wie gesagt, das Dunkle war für mich jetzt interessant. Schauen wir mal. 7,4. Oh, da wurde einer. Ah, der Barbarenkönig. Oh, nein, war nur ganz kurz. So. Zack. Wir sagen egal und danke. Und dann würde ich halt gerne wieder Queen Walk ausbilden. Ich nehme meine Barbaren raus. Und dann könnte ich wieder schön hier, zack. Da seht ihr es nämlich gerade selber. Ich habe da in meiner... Okay, Moment. Ich kann da einfach so ohne Rücksicht auf Verluste... Ja, genau. Ohne Rücksicht auf Verluste einfach die Truppen ausbilden, obwohl ich die Zauber gar nicht im Blick habe. Jetzt kommt hier noch ein bisschen was. So, dann schauen wir gleich mal, was wir hier noch kriegen. So, Queen ist ready. Sehe ich gerade. Dann geht's los. Wir starten wieder schön den Loot Detektor. Und dann geht's los. Hier, nett. Ey, ey, ey. Haben wir hier eine Eagle-Artillerie? Nö. Nice. Warden ist zwar nicht dabei, aber ich denke, wir können uns auch gut selber hier versorgen. Wir müssen gucken, dass uns die jetzt hier nicht weggefischt wird. Na, 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 nein. Bevor es hier zu eskalativ wird, müssen wir definitiv die Reißleine ziehen. Das ist ganz klar. Da brauchen wir nicht drüber reden hier. Bevor man hier richtig hart auf den Sack bekommt, muss die Queen geraged werden. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Hier haben wir auch noch oben den Loot-Bereich definitiv hier nicht vergessen. So, gucken wir mal, wo wir hier reinkommen. Ich hoffe, wir kommen rein. Ich denke schon. Ja, 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 das sollte passen. Und dann kommt dort noch was. Mauerbrecher brauche ich hier nicht, glaube ich. Gucken wir mal, wie weit wir kommen hier. Also wie gesagt, da bin ich jetzt echt gespannt. Was haben wir in der CB? Na, wieder Luft. Also habe ich immer noch das Luftzeug. Aber da ist nicht so viel zu holen, finde ich. Ja, vorsichtig. Ja, so passt das. Komm, hier noch ein Heiler. Lieber ein zu viel als ein zu wenig auf jeden Fall.
King am Start. Der wird gleich erstmal weggegiftet. Mal gucken, der wird ganz schön zuhauen. Der wird ganz schön hart zuhauen, aber so ist das Leben. Die Queen muss auch mal auf den Sack bekommen. Ist nun mal nicht anders. Jo, da ist sie down. Aber wir gucken mal, was hier die Trüppchen noch sagen. Ach nee, da ist auch nicht. Das hätte ich mir eigentlich sparen können. Aber egal. Passt, ist in Ordnung. Loot ist da. Loot ist definitiv da gewesen. Dann läuft das. Ich brauche Verstärkung. Kriegst du ein paar Barbaren für dich? Egal, THX. Achso, da hatte ich schon gespendet. So. Gucken wir mal, wie viel. Nicht, dass wir zu. Ah, viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel. Lieber, ja, lieber Heiler. Lieber definitiv Heiler. Und dann, wie gesagt, hier wieder die Heilerchen an den Start gebracht. Man muss da immer aufpassen, immer wieder aufpassen, dass man da echt nicht zu sehr auf den Sack bekommt. Jump. Ah, habe ich wieder im Überfluss. Eigentlich eins zu viel, aber ich will noch nicht wegschmeißen. Braucht jemand. Das ist natürlich auch wichtig, dass man dann halt später, dass ich dann später eben mit einer anderen CB halt auch dann große Spells anfragen kann. Das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Game Changer. Ja, genau. Ja, Max, kriegst du das nicht das Thema, aber. So, 7,6 Millionen. Danach kann man natürlich wieder nichts machen. Das ist natürlich echt unschön. Aber so ist das. Ich guck mal gerade einfach nur, dass ich so ungefähr weiß. Also den könnte ich mir schon gönnen, lasse ich aber. Weil wie gesagt, jetzt, wo ich halt gerade noch richtig schön im Boost bin, hier, wir haben noch über eine halbe Stunde harte Zeit am Start und dann muss die auch genutzt werden, ganz klar. Bin auch schon wieder über die Hälfte von Level 161. Ey, das rennt bei mir auch, ey, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Ich hoffe, wie ihr sagt, dass die Base hier auch hier so ein bisschen in dem Bereich dann wirklich ein bisschen was defft. Weil hier kann man natürlich einen Jump setzen und ist schon wieder durch. Aber ja, ich denke, so für den unteren Bereich sollte das reichen. Hier wird erstmal ordentlich aussortiert, sehe ich gerade. Aber ich glaube fast, wenn ich den hier noch. Na, obwohl, nee, lasse ich mal hier. Lasse ich mal hier die Bauarbeiterhütte hier noch hin. Dann läuft das. Ich denke, die sind ganz gut hier verteilt, dass man wirklich sagt, hier gut, okay, im Viereck und man kommt halt nicht so easy ran. Wir haben mindestens, ja nicht nur mindestens, sondern wir haben immer zwei Mauern zwischen den Goldlagern und dann passt das. Ja, kommt, wir hauen rein hier. Wir wollen den Loot haben. 7,6 Millionen. Kriegen wir noch? Ah, nice. Da muss ich wirklich sagen, das ist schon ziemlich geil. Da bin ich echt so ein bisschen, wie soll ich sagen, verärgert, dass ich da dann keine Goblins bei habe. Weil das ist natürlich dann so eine Mega-Kombo, wo man echt sagt, gut, okay, komm, hier nehmen wir einfach mal richtig radikal mit. Das wäre natürlich dann nicht richtig nice, aber hier, das sind mal locker 70, 80k, die man da einfach mal so in die Tasche stecken kann. Das ist richtig cool. Gucken wir mal, ob wir hier ganz sneaky, ganz genau, richtig cool, einfach mal den Kopf ein bisschen angestrengt. Und jetzt würde ich sagen, ist die Zeit noch gekommen, den hier noch wegzuräumen. Weil hier wird garantiert wieder der Town Hall so ein bisschen mehr beschützt sein. Will ich nicht. Ich will dann lieber hier so ein bisschen abgehen. Und gucken wir mal. Na, jetzt wollte ich die Drag and Drop mäßig einfach woanders hinschieben. Das geht natürlich nicht. So, hier kommt jetzt ein Schwall von
von Mauerbrechern. Und wie gesagt, hier auch wieder der Fall, der Inferno juckt mich nicht. Der ist mir Hashtag total egal. So sieht's nämlich aus. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir hier mit den Mauerbrechern noch eine richtig schöne Session starten. Ah, Session starten, ja. Und jetzt kommen die Magier hier an den Start. Junge, die werden mich richtig hart rannehmen. Definitiv. Weil bei der Queen ist es so, die ist dann weg. Die sieht man dann nicht und dann ist das alles schick und schön und safe. Ja, das klappt hier aber leider nicht. Ist ja wohl klar. Da hat er echt eine ordentlich volle CB gehabt, würde ich sagen. Das reicht mir. Ist nicht der Knüller gewesen, auf keinen Fall. Ich hätte noch mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber so ist das Leben. Klar, King is down. So ist das. Das soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein. Den nächsten Schub seht ihr im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mal rein. Bis dann. Ciao, ciao.